Die Klimaaktivistin Greta Thunberg und weitere Mitglieder des schwedischen Ablegers der Klimaschutzgruppe Fridays for Future haben Israel Völkermord im Gazastreifen vorgeworfen. Dass die islamistische Terrororganisation Hamas bei einem schrecklichen Angriff israelische Zivilisten ermordet habe, könne die anhaltenden, Zitat, Kriegsverbrechen Israels nicht legitimieren, schrieben Thunberg und fünf weitere Unterzeichner in einem Meinungsbeitrag für schwedische und britische Medien. Völkermord zu begehen sei weder Selbstverteidigung noch in irgendeiner Weise verhältnismäßig, schrieben sie. Thunberg ist in der Vergangenheit immer wieder durch antisemitische Äußerungen in die Kritik geraten.